Moin Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Ein Video, auf das ich mich mal wieder freue, auch weil es zum einen wirklich bei euch immer sehr gut ankommt. Und zwar handelt es sich um meine latest Pickups und eben auch, weil ich es einfach sehr nice finde, immer so ein bisschen meine Sachen, die ich mir in letzter Zeit gekauft habe, ein bisschen vorzustellen. Ja, bevor wir anfangen, noch einmal ganz kurz, ich muss ja mal Werbung einblenden, weil ich es kostenlos zugeschickt bekommen habe, haben mich nämlich die Jungs von invisiblesongs.de angeschrieben, meinen, hey Bro, wollen wir dir da was machen und so. Da kann man sich nämlich so customized, so eine Platte hier aus Acryl ist die, glaube ich, anfertigen lassen. Und ich fand das ganz cool, die Idee, kommt auch aus Deutschland alles, weshalb ich dachte, ey komm, das kann man doch unterstützen. Kostenpunkt kostet, glaube ich, um die 30, 40 Euro, ich glaube 35 oder so. Wo ich auch sagen muss, meine persönliche Meinung, hätte ich das jetzt hier nicht gesponsert bekommen, hätte ich es mir vermutlich nicht gekauft, einfach aus dem Grund, weil ich das Geld nicht habe, mal 35 Euro hinzublechen für so ein Ding. Aber für Leute, die jetzt irgendwie ihre eigene Playlist haben, die sie übel fühlen, die jetzt ein eigenes Lieblingslied haben oder so, wo sie sagen, hey, das möchte ich mir auch gerne irgendwie so ins Zimmer stellen, dann kann man sich hier eben bei denen sowas anfertigen lassen. Und das Ganze ist dann eben hier mit so einem Play-Button, wie man es aus Spotify zum Beispiel kennt. Und finde ich auch ganz cool, das sieht man hier, gibt es noch den Spotify-Code. Und wenn ihr den jetzt zum Beispiel scannen würdet, würdet ihr entsprechend auf meine Playlist, die All-Time Favorites heißt, ja, kommen. Und dann könnt ihr die euch anhören. Ja, so ist das quasi. Ich fand, das ist eine ganz coole Idee. Made in Germany alles. Und vielleicht kann man das irgendwie als Video-Hintergrund irgendwo mal hintun oder sowas. Wollte ich euch noch einmal vorgestellt haben. Dann machen wir auch weiter mit noch zwei Shirts, die ich auch kostenlos zugeschickt habe, aber auch komplett unabhängig jetzt vom Video. Ich stelle die einfach freiwillig hier vor. Die sind auch schon längst sold out, deshalb ist es eigentlich egal. Aber der Bro von Lucid Club hat mir nämlich hier zwei Shirts zugeschickt. Eben jeweils, wo hier einmal Lucid Club mit so einem kleinen Motiv drauf versehen ist. Finde ich sehr cool. Die Shirts machen echt coolen Eindruck. Also der Stoff fühlt sich wirklich cool an. Das Weiße in my opinion ein kleines bisschen zu dünn. Da könnte der Stoff noch ein bisschen dicker sein. Und ansonsten habe ich die beiden Shirts in der XL bekommen. Vermutlich hätte es dann doch eher eine Größe L werden sollen, weil sie mir noch so ein kleines bisschen insgesamt zu lang sind, auch untenrum zu lang. Aber ansonsten insgesamt sehr coole Shirts und da bedanke ich mich auch fürs Zusenden. Sehr, sehr cool. Dann machen wir auch weiter mit zwei Sachen, die ich schon in meinem Vintage Pickups Video, was ich zusammen mit den Jungs von Pieces gedreht habe, vorgestellt habe. Und zwar ist das einmal hier dieser graue Sweater, wo noch so ein bisschen ja, Farbkleckser drauf sind und so. Ja, für 3-4 Euro irgendwie. Fand ich ganz cool. Genaueres dazu erfährt ihr dann auch in dem benannten Video. Dazu habe ich dann hier auch noch aus einem Vintage-Laden eine Bugatti-Jacke, die in beige ist, so eine Art Coach-Jacket für 7,50 Euro, einfach um es mal auszuprobieren und nicht eben direkt das große Geld rauszuhauen. Fand ich auch sehr cool und das wäre es so kurz dazu. Dann machen wir auch weiter mit meinen Hosen, besser gesagt mit meinen Jeanshosen. Da habe ich nämlich 3 Stück. Die erste hier ist von H&M, wo mich echt viele Leute gefragt haben, Bro, hast du da irgendwie einen Link für und so weiter? Leider nicht, weil ich sie aus dem Hamburg-Vlog, den ihr auch hier oder hier verlinkt seht, gekauft habe. Und ja, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass es eine Regular Fit Jeans ist. Ich habe auch mal geguckt auf der H&M Website, leider jetzt nicht direkt irgendwie eine Hose gefunden, wo ich meinte, ey, das könnte die sein oder so. Aber ich kann euch generell eigentlich für Hosen auf jeden Fall H&M empfehlen. Ich habe bei 1,90 und 74 Kilogramm, glaube ich, in der Regel eine Länge 34 und eine Weite 32. In dem Fall habe ich jetzt hier leider nur eine Weite 33, weil es keine 34 gab. Was leider auch ein gewisses Problem ist, weshalb das auch mehr oder weniger so ein kleiner Fehlkauf ist, weil sie mir dann letztendlich doch ein wenig zu kurz ist. Und dadurch, dass sie eben so ein Stückchen zu kurz ist, geht sie quasi, aber sie verläuft quasi so gerade runter, weil sie am Ende dann eben nicht noch so auf den Schuh quasi rauffällt und dadurch so ein bisschen Falten schlägt. Ich hoffe mal, man kann so ein bisschen verstehen, was ich meine. Und dadurch ist sie einfach so gerade wie so eine Karottenhose. Fühle ich leider nicht so, weshalb das letztendlich jetzt nicht der beste Kauf war. Aber trotzdem, H&M Jeans kann ich empfehlen. Nur für Leute mit 1,90 Größe, vielleicht doch auf jeden Fall eine Länge 34. Dann machen wir weiter mit den nächsten beiden Jeans. Und zwar haben wir einmal hier die nächste Farbabstufung, ein kleines bisschen dunkler. Eine Levi's Vintage Jeans habe ich, glaube ich, für 30 Euro gekauft. Das ist eine Levi's 501, habe ich auch schon in dem Pieces Video vorgestellt. Dementsprechend möchte ich da jetzt auch nicht zu viel drauf eingehen. Finde ich auf jeden Fall auch sehr cool und mit der bin ich sehr zufrieden. Dann habe ich auch aus dem Hamburg Vlog noch eine weitere Hose mir gekauft.
Und zwar ja, ist das so eine sehr dunkelblaue Baggy Loose Fit fittende Hose. Ich weiß nicht, hier steht Gap 1969 drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt von der Marke Gap ist oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das die Hose. Hat anscheinend eine Maße 34, also Länge und Weite. Und mit der bin ich sehr zufrieden. Fittet auch sehr cool in my opinion. Und hat mich auch nur 7,50 Euro gekostet. Dementsprechend auch hier noch einmal. Jungs, falls ihr Geld sparen wollt, geht Secondhand shoppen, Vintage shoppen oder so. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen Geld sparen. Dann haben wir noch eine Hose, wo ich auch mal eine Insta-Story mitgemacht habe und mich danach insane viele Leute drauf angeschrieben haben. Bro, wo hast du diese Hose her? Und zwar handelt es sich hier um diese braune Korthose, die ich mir von Amazon gekauft habe, nachdem ich in Hamburg und in sonstigen Läden nichts gefunden habe. Dachte ich mir, hey, komm, ich probiere es auf Amazon. Da konnte man das auch dann kostenlos zurückgeben oder so, aber musste ich gar nicht. Hat nämlich wirklich gut gepasst für, ich bin der Meinung, 30, 40 Euro um den Dreh. Wieder mit 1,90, 74 Kilogramm, eine Weite 32 und eine Länge 34. Die fittet, ja, ganz normal, regular fit, würde ich mal behaupten, falls ihr euch das ein bisschen orientieren wollt. Kann ich euch wirklich empfehlen, vor allem für Leute, die sagen, ey, Korthosen ist geil, fühle ich. Dann, Jungs, holt euch diese Hose, finde ich sehr cool. Auch der Braunton insgesamt sehr nice und mit der bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Und wir machen weiter mit einem Piece, wo ich auch wirklich unglaublich oft gefragt wurde, wo ich den her habe. Es ist echt unglaublich. Und zwar hatte ich den im, ich weiß gar nicht, was für ein Video das war. In irgendeinem Video hatte ich den auf jeden Fall an. Ich glaube, in meinem Winterjacken-Empfehlungsvideo. Und in den Kommentaren stand so oft, ja, woher ist der Hoodie? Wo ist der Hoodie? Von welcher Brand ist der Hoodie? Mir haben Leute auch auf Instagram geschrieben. Und zwar handelt es sich hier um diesen Hoodie. Und ich kann auch verstehen, wenn man fragt, weil man den nicht unbedingt kennt. Das ist ein Hoodie von der Marke oder von der Brand 99 Bendo. Ich blende euch hier mal das Instagram ein. Ist eine absolute Underground-Brand eigentlich, die man jetzt nicht direkt kennt. Fand ich aber sehr cool. Hier hat mich zum Beispiel das Logo gecatcht. Diese Sterne fand ich halt übel nice. Und dann, dass da drin einfach so dieses Logo, ich denke, man erkennt es, so ein N ist für 99. Fand ich cool. Und das ist der sogenannte Arabic Bliss Hoodie. Hier steht noch A Bliss When We Shine und dann steht hier 90 in so einer arabischen Schrift. Fand ich sehr cool. Insgesamt der Hoodie, Qualität, Fit ist alles sehr, sehr heftig. Und natürlich auch das Design hat mir einfach zugesagt, weshalb ich mir den zugelegt habe. Ist in einem Washed Black, ist eine Size L mit 1,90 und 74 Kilogramm. Und insgesamt, was gibt's noch zu dem zu sagen? Weiß nicht, Kostenpunkt, glaube ich, 95 Euro oder so. Kann man, denke ich, aber nicht meckern. Für das, was man hier bekommt, bin ich zumindest wirklich sehr zufrieden. Das Motiv gibt es auch nicht mehr nochmal in anderen Colorways oder so, sondern gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Allerdings haben die auch viele andere ganz coole Sachen. Also check die Brand gerne mal aus. Ich finde, die machen auf jeden Fall ganz coolen Shit. Dann kommen wir noch zu einer Art Pickup. Habe ich auch in dem Pieces Video vorgestellt und zwar zu, ja, hier meinen Air Force. Ich glaube, man erkennt es nicht so gut in der Kamera. Man sieht aber vielleicht, dass ich die so ein bisschen, ja, neu gemacht habe oder neu für mich entdeckt habe. In dem Sinne, weil es einfach meine komplett alten und verhunzten und einfach, ja, toten Air Force waren, die ich kurz davor war wegzuschmeißen. Dann habe ich sie nochmal geputzt, in die Waschmaschine gehauen und alles. Und ja, das war dabei rumgekommen. Viele sagen vielleicht, ey, Bruder, sind einfach immer noch alte, irgendwie komische Air Force. Ich sage, mal, es sind Vintage Air Force, zu nice. Ja, alles klar. Dicker Cringe, aber weiß nicht, ich fand eigentlich doch den Vibe ganz cool dann mit diesen leicht gelblichen Sohle mit so cremefarbenen Laces und wenn man hier so ein bisschen diese Creases sieht oder so, ich weiß nicht, wie gut man das gerade erkennt, aber ja, das habe ich mir quasi so als neues, altes Pickup noch dazu geholt, wie auch immer man es nennen mag. Dazu habe ich dann auch noch tatsächlich komplett neue Air Force hier einmal, die ich mir einfach geholt habe, weil ich mir dachte, ey, es müssen auch einfach mal wirklich neue und schöne Air Force, die nicht schon echt wirklich einfach nur eklig aussehen, ran. Und bei Air Force in meiner Opinion auch wirklich immer gehen, die ich auch einfach gerne anziehe, weil sie zu vielen gehen, absolut basic sind und auch einfach wirklich sehr bequem sind, habe ich mir hier nochmal komplett neue geholt, die ich dann einfach wirklich jetzt nur zu etwas besonderen Anlässen anziehe. Genau. Und die dann hoffentlich lange Zeit noch so schön weiß bleiben. Tatsächlich sind wir jetzt gleich auch schon durch. Ging erstaunlicherweise doch sehr schnell. Und zwar habe ich als letztes dann doch nochmal
erneut bei Amazon zugeschlagen. Und zwar hier ein Haufen voller bunter Bandana-Tücher. Wir haben ja unter anderem so ein Braun, Schwarz, so ein Blau finde ich zum Beispiel auch ganz cool. Rot auch nice. Grün, Weiß, Lila und noch ganz viele andere möglichen Farben, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir für 20 Euro einfach diese große, fette Auswahl an Paisley-Muster, Bandana-Tüchern gekauft, weil ich dachte, ey, ist vielleicht ganz cool, ist noch mal ein nices Accessoire, kann man sich so aus der Hose hängen lassen, weiß ich nicht, um Hals binden, also um Arm machen, wie auch immer man möchte oder so, ist ja im Moment eh auch so ein bisschen im Trend. Ich hoffe, das machen jetzt nicht zu viele und es wird so ein bisschen zu Mainstream, weil dann finde ich es auch ein bisschen weird, weiß ich nicht, aber ja, ich habe mir die auf jeden Fall gekauft für 20 Euro, um die ab und an mal irgendwie zum Fit mitzunehmen oder einfach so ein Fit damit zu machen, ist vielleicht ganz cool und ist einfach nochmal so ein kleines Add-on und nochmal so ein kleines Extra, einfach wenn man ja ansonsten nicht einfach so ein komplett basic Fit haben möchte, wie irgendwie ja Hose, Hoodie und Schuhe, so, dann kann man hier und da noch ein bisschen upgraden und nochmal irgendwie eine Uhr und hier ein Schmuckpiece und was auch immer und dann kommt das nochmal ein bisschen cooler, noch eine Tasche dazu oder so. Ja, wie auch immer, das habe ich mir auf jeden Fall dabei gedacht. Jetzt kennt ihr auch die lange Geschichte hinter den Bandana-Tüchern, die ich mir gekauft habe. Und ja, das wär's soweit zu meinen latest Pickups. Insgesamt, ja, schon eine sehr zufriedenstellende Ausbeute. Einige günstige Sachen dabei, einige auch teure Sachen, zum Beispiel der neue Hoodie oder die Air Force, die ich mir gekauft habe. Insgesamt würde ich aber sagen, ja, doch, sehr zufriedenstellend. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen Inspiration geben, euch mit ein paar Sachen irgendwie ja, weiterhelfen. Alle Links dazu sind in der Beschreibung auch nochmal. Und ansonsten, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und macht's gut.